So, da sind wir auch schon wieder. Hallo. Eine Male clean stone. Da sind wir in der Höhle. Der Höhle des, jetzt wollte ich irgendwas Kluges sagen, mir fällt nichts ein, das ist blöd. Löwen? Ich sehe keinen Löwen. Ja, aber das klingt gut. Das klingt gut, ja. Wir sind in der Höhle des Creepers. So, zack, 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 zack. Das Ganze nimmt langsam hier echt Gestalt an. Ich finde, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber das mit dem Natürlichen sieht schon ziemlich geil aus. Hier so total so durcheinander und so. Ja, aber ich glaube, ich habe das ein bisschen zu groß gestaltet mit dem Netherkram hier, aber... Ist egal. Okay. Dann würden wir hier das Portal reinbasteln. Müssen gucken von der Höhe, ob das dann noch gut aussieht oder ob wir noch ein bisschen höher müssen. Ansonsten sprengen wir halt, da ist ja mehr als genug Platz. Genau. Ich gehe derweil mal eben kurz ein bisschen Cobblestone nach oben bringen. Ich glaube, ich gucke auch schon mal nach ein, zwei Eimern Lava. Dann kann ich mir natürlich auch hier eine unendliche Lavaquelle bauen. Kleinen Moment. Ja, ja. Oben ist kein Platz für Cobble. Bau dir lieber, oder tu sie in die Essenstruhe. Okay. Da ist, glaube ich, besser, weil oben die Cobble-Truhe, die ist schon seit Jahren voll. Das weiß ich doch, ich gucke doch jede Folge. Ach so, das freut mich. So, vielleicht da die unten. Da haben wir noch Erde. Oh, ich sehe Pressure Plate. Sollte mal drauf treten. Gucken, was passiert. Wahrscheinlich wird nichts passieren. Ich meinte die für das Feld. Ich weiß, aber das sieht man ja jetzt nicht auf den ersten Blick, was da passiert. Man hört Gott sei Dank auch nichts. Hast du irgendwo einmal rumliegen oder muss ich irgendwelche bauen? Ich habe in der Crab-Truhe, glaube ich, sechs Eimer oder so. Fünf. Seit wann kann man eigentlich unendliche Lavaquellen bauen? Das geht doch, geht das nicht immer? Weil du machst eine Quelle und da fließt Lava von weg und nimmst einfach von dem weggeflossenen Ding was weg, oder nicht? Geht das nicht? Nee, soweit ich weiß nicht, nein. Okay. Aber probier's mal aus, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja generell keine Ahnung, wenn es um Minecraft geht. Richtig. Ich muss mal gucken, ob ich die Schlucht wiederfinde. So, da vielleicht noch. Ach, du gehst in eine Schlucht? Ja, ich muss irgendwo Lava herkriegen, oder? Das ist richtig. So. Ist die Schlucht hier neu? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, das ist nicht neu. Aber wurde schon wieder irgendwas Neues generiert? Als nee, ich hab das jetzt so noch nicht gesehen und hier sind auch keine Fackeln, aber ich glaube, das ist nicht neu. Okay. Das ist hier so quasi direkt vor deiner Haustür so ein bisschen. Hier steht auch ein rotes Schaf rum. Am Rande der Wüste so ein bisschen, aber ich glaube, das ist nicht neu. Ich sehe zumindest auf der Karte nichts. Also hier warst du zumindest, glaube ich, schon mal, weil hier ist nämlich ein Skelett-Tot-Pfeil und so. Aber hier sind nirgendwo Fackeln drin, das wundert mich so ein bisschen. Ich glaube, ich gehe wieder raus. Jetzt bin ich aber mal, Ich komme da mal irgendwo hinterher. Bist du Richtung Wüste gelaufen? Ich bin, siehst du den großen Baum vor deinem Haus? Ja. Ja, hier, ich bestehe gerade hier hinten. Achso, ich sehe dich. Und hier ist direkt so ein Loch, aber da sind noch keine Fackeln drin, das wundert mich gerade so ein bisschen. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob du da schon drin warst. Wahrscheinlich ja, aber keine Ahnung. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier vorne rechts bei dem kleinen See, aber das ist bestimmt altbekannt. Ich habe gerade, als ich die Map geladen hat, habe ich glaube ich ein paar Fackeln gesehen. Ja, hier sind keine Fackeln, deswegen wundere ich mich gerade. Und weil die Höhle auch nicht ausgeleuchtet ist da unten drin. Oh. Oh. Wahrscheinlich habe ich die Höhle einfach übersehen. Weil normal setze ich da ja auch Fackeln. Ja, deswegen meine ich das ja, das wundert mich gerade so ein bisschen. Zumindest an den Eingang, komisch. Naja, noch eine neue Höhle. Immer wenn die Map langweilig wird, lade ich die ab jetzt auf den Server. Dann entsteht da mal was Großes. Ich sehe Eisen von hier aus. Okay, wo war nochmal die Schlucht? Beziehungsweise die Sonne geht unter, ne? Wir sollten welche vielleicht Schlucht denn? Die mit der Lava. Welche? Ich wollte jetzt dahin, wo der Spawnpunkt war. Meine Schlucht, du weißt. Ich könnte mir gerade echt denken, dass das neu generiert ist. Weil hier sind plötzlich Löcher im Boden, so einzelne, wo Sand runtergefallen ist. Willst du ins Bett kommen? Ich beeile mich. Ich kann aber nicht laufen, weil ich Hunger habe. Ich beeile mich. Willst du links oder rechts schlafen? Das ist mir egal. Ich schlafe eh auf den Kissen. Ich auch. Ich muss unbedingt was essen. So, mal gucken. Nee, du pennst normal. Nee, ich lieg aber schräg bei mir drin. Okay, das sieht von außen auf jeden Fall so aus, als ob du normal pennst. Übrigens hat man gerade gesehen, dass du dir eine Spitzhacke gecheatet hast, aber... Ja, ich weiß. Wir haben jetzt eine Diamantspitzhacke nachgebaut, genau. Also passt alles. So, Lava. Erstmal was essen. So.
bin mir halt nicht sicher, ob die Schlucht, die damals generiert worden ist, wo du als Deathwing quasi hier durch die Lande geflogen bist. Ja. Ob die Lavaquelle dort oben ausreicht, um. Hier ist übrigens der Slime, der so ein bisschen aggressiv ist. Agro-Slime. Genau. Türken-Slime, so. Schluchten haben wir viele, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt aber auch keine Waypoints mehr. Kannst du laufen? Ja, ja, ich laufe, ich renne. Hier vorne war irgendwo ein Eingang, genau, da ging es mal runter. Dann gibt es halt eben die Schlucht in dem Schneegebiet, die damals generiert worden ist. Also hier geht es auf jeden Fall runter. Egal, ich weiß nicht, ob es hier unten Lava gibt. Wir können einfach mal reinlaufen, wir finden schon was. Ah, doch, hier runtergegraben und dann... Ah, ich erinnere mich, verdammt, das ist so ewig her, aber ich erinnere mich. Genau, hier hinten ging es runter. Hier ist oh Gott, ist hier viel Kohle, alter Falter. Hier sind, hast du ja, überall Kohle liegen gelassen? Das habe ich damals nicht abgeholt. Hier ist eine Schlucht. Ach, war das das, wo... Hier, hier haben wir mehr als genug. Da müssen wir jetzt halt irgendwie runterkommen. Ich glaube, hier hinten ging es runter. Ich habe aber keine Ahnung, wie gesagt. Doch, hier hinten ging es runter. Also ich kann 5 Eimer mitnehmen. Hier ging es runter. Ich habe sogar noch Eisen theoretisch mit dabei. Ich habe auch Eisen dabei. Habe ich Holz dabei? Ja, ich habe sogar Holz dabei, um mir theoretisch eine Workbench zu bauen. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier safe runterkommen. Kann ich hier aus dem Fluss Abstieg nicht was rausnehmen? Nee, kann ich nicht rausnehmen, schade. Nee, du kannst eben nur oben an der... Du kannst die Quelle oben abmachen. Ja, aber schau mal, da unten ist doch mehr als genug. Ich würde sagen, ich bastel hier mal so einen safen Abstieg, dass man hier dann gleich immer herkommen kann. Überall zum Kohle. Nachholen, das ist ja nicht so extrem. So. Na, das ist blöd, ich spring runter. Ich trau mich nicht. Trau mich nicht. So, jetzt kannst du. Brauchst du auch Treppenstufen? Tatsächlich, ich kann nur von. Ich kann auch. Da kann man leider nicht. Also aus fließender Lava kann man keine Lava rausnehmen. Okay, schade. Aber hier unten gibt es ja mehr als genug. Machen wir hier einfach so ein bisschen frei und dann geht sich das schon. Ich würde sagen, da werde ich wahrscheinlich ein paar Mal öfter laufen müssen. Ich helfe dir einfach und dann geht das doppelt so schnell. Oder wir basteln uns einfach 20 Eimer. Wir haben ja mehr als genug Eisen. Also ich habe 52 Eisen noch dabei. Ich habe jetzt 5 Eimer Lava. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Eimer Lava. Ja, wir brauchen wahrscheinlich 50. Recht viel. Ich bachtel mal eine Workbench. Mhm. Bachteln. So, Workbench mal aufs Kies stellen da. Zack. So, wie viel Eimer soll ich bauen? Ich baue einfach aus dem ganzen Eisen, was ich habe. Eimer. Okay, dann lasse ich das. Dann bau du mal. Nee, bau du auch welche. Wir haben mehr als genug Eisen. Ich habe 8 Eimer. Du wirst nie wieder so viel. Du wirst, oh Gott, wie viel. Eieiei. Ja, ich lebe verschwenderisch, das kenne ich. Die Schilder kann ich wegwerfen, die braucht kein Mensch. Die 2 Redstone-Fackeln kann ich wegwerfen. Das Gravel kann ich wegwerfen. Nein, komm her. Nicht in die Lava fallen, das ist... Nein. Nicht so gut. So, ich habe jetzt recht viel Lava. Ich muss mal gucken, ich habe wahrscheinlich gleich auch viel Lava. Wie viel hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Eimer Lava. Das ist schön. Und einen gieße ich jetzt direkt über dir aus. Du hast 10 Sekunden wegzukommen. Ja, so lange nicht. Ich habe leider meinen Wassereimer nicht mitgenommen. 3, 2... Puh, ich habe es geschafft, Gott sei Dank. Es war gar nichts da. So. Und jetzt bloß nicht die Haustür mit Lava in der Hand aufmachen, ne? Das kann nicht. Wo geht's hoch? Wo geht's hoch? Hä? Hier war doch eben noch ein schmaler Gang, wo wir runtergekommen sind, oder nicht? So ein Block breit. Wir sind von einem Block breit. So ein kleiner Durchgang. Hast du den zugemacht? Nein. Ist das hier hinten gewesen? Nein. Kann das denn sein? Alter Falter, diese Höhle hat uns verschlungen. Hä, wir sind doch... Das war ein Block breit. Ein Block breit. Ach, hier. Komm her. Oh. Ah. Ich hab das gar nicht mitbekommen, verdammt. Ich wusste nur, dass es ein Block breit war. Hab mir auch gedacht, so, ist weg. Hier hinten geht's hoch. Wahnsinn. Wie schnell man sich in so einer Mini-Höhle hier verlaufen kann, das ist heftig. So, hier geht's hoch. Schnell ein Brot geknuspert. Sehr schön. Das gute Vollkornbrot. Der schöne Knusperstream. Ja, den hat ja so gut wie keiner gesehen. Ja, leider.
Aber man kann ja auch später noch knuspern. Übrigens, Livestreams werden demnächst auch kommen. So, wo müssen wir hin? Der ein oder andere hat das auf Facebook ja sicher bei mir schon gelesen. Ich habe mir einen Twitch-Account besorgt, den ihr auch gerne alle verfolgen dürft. Ich werde das natürlich auch groß ankündigen, wenn ich mal streame. Ich habe mir auch XSplit besorgt und dementsprechend muss ich mich da eigentlich nur noch ein bisschen reinarbeiten und dann kann es da losgehen. Dann machen wir Minecraft-Livestreams. Genau, yeah. Und LOL-Livestreams als Noobs. Schrammo macht da sicher auch gerne mit. Oh ja. Sadala. Ja, Livestreams, ich weiß nicht, ich habe mich da immer extrem lange vorgedrückt, aber im Prinzip auch nur, weil ich das immer meistens so perfekt haben möchte wie möglich. Und ja, jetzt habe ich mich da so ganz leicht mal reingearbeitet und an sich finde ich das schon echt spaßig und ja. Oh, genau hier vorne. Ja, muss ja, ich, alles müssen wir ausstatten. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt genau. Den hier vorne dran setze, dann haben wir da. Hier hinten noch Kobbel rein. Ups. Da. Was? Wird da wieder rausnehmen oder was? Oder hast du Cobblestone? Ja. Ich brauche nur da. Cobblestone. Nee, passt schon. Machen wir das so und so. Da, das alles. Genau, das meine ich mit, ich mag das alles Perfektes. Okay. Also ich mag dann das nicht, dass da, darunter kann von mir aus Cleanstone sein, aber ist das, wo man sehen kann, möchte ich schon perfekt haben. Okay. So ist das eben auch mit den Livestreams, deswegen habe ich bisher keine gemacht. Ich bin da so ein bisschen extrem pingelig, was das angeht. So, ich überlege gerade, muss ich da jetzt alle zwei Blöcke Lava setzen oder reicht das, wenn ich... Nein. Reicht nicht. Links fließt das noch. Das fließt aber auch nicht unter durch. Okay, ich habe mich... Okay, aber wenn wir das... Okay, wir brauchen sehr viel Lava. Pass auf, wir machen das so. Fließt genau. Nicht unter durch. Okay, es sieht aber allerdings so aus, wenn wir hier noch was hinmachen. Das ist dann cool. Ich mache schon mal auf der anderen Seite. Ja. Da. 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 So, jetzt habe ich keine Lava mehr. Was? Oh nein! Oh, fuck. Bist du verbrannt? Habe ich falsch gesetzt. Nee, aber ich habe es falsch gesetzt. Puh, ja, dann müssen wir wieder in die Höhle. Ja, das wird... Das wird ein bisschen dauern, ja. Aber es ist halt so. Weißt du, wer schön sein will, muss leiden. Es wird aber auf jeden Fall schön werden, glaube ich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel muss das denn hier hinten werden? Das ist extrem viel. Das sind irgendwie... Boah, das sind hier irgendwie... 150? Na, das ist halb so wild. 100? Ist halb so wild. Aber... Nein, das ist glaube ich, du stellst dir das zu kompliziert vor. Ich habe aber nicht so viel Essen, vielleicht sollte ich mal ernten. Dann mach doch mal. Ich kann natürlich ein bisschen Lava machen und du kümmerst dich ein bisschen ums Essen. Genau. Ich arbeite hier und du versuchst. Genau. So, kann ich mal die Eimer hier reinpacken. Das kann rein. Obsidian ist auch in der Essenstruhe hier. Okay. Macht Sinn. Mhm. Ach, das sieht schön aus auf der Minimap, wie das Wasser fließt. So, alles klar. Mal kicken. Da hätte ich noch Samen. Jetzt haben wir gleich schon wieder 15 Minuten voll. Das geht ja flott wie... Naja. Sonst was. Du weißt doch, wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit immer ruckzuck. Das stimmt. So. Oh, ich Idiot. Ich muss natürlich länger auf dem Wasserteil stimmen. Ich glaube, ich mache das nicht mit Twitch-Schalter, sondern mit dem Schalter. Ich stelle mich nochmal drauf. Ich stehe nochmal drauf. Ja, das ist nett von dir. Weil das Zeug, das von ganz oben kommt, das bleibt natürlich auf der Fläche stehen, wo man dann das Wasser wieder abdreht. Im Prinzip muss man da ja ewig draufbleiben, bis das alles runterfällt. Aber das läuft. Ja, ich stehe hier noch. Die ersten Sachen kommen auch schon an hier. So, ich sammle mal hier so eine Mütze an. Ich denke, jetzt kann ich schon wieder runtergehen, oder? Du kannst runtergehen. Ja, jetzt passt's. Jo. Ah, jetzt haben wir das auch live gesehen. Sehr schön. Können wir direkt mal die Diamond Hoe benutzen. Die Diamond Bitch. Was? Die Diamond Hündin. Ja, genau, Hündin. Ich versteh nie, dieser Ausdruck, der Bitch, sag ich mal, so auch ins Deutsche eingliedert worden ist, wenn es nun wirklich Hündin heißt, weil... Ich hab keinen blassen Schimmer. Das würde doch kein Mensch sagen, so, du Hündin. Ich meine, hä? Würde kein Mensch sagen. Trotzdem alles, tut's alle. Alles mögliche andere wird man sagen, aber nicht du Hündin. Wo war die Höhle nochmal, verdammt? Südosten. Hast du eine Minimap? Ich weiß es nein, nicht. Nein, es wird gerade Nacht. Das ist blöd. Ich komme wieder zurück. Okay. Ich muss Brot knuspern schon wieder.
Ja, wir haben mehr als genug. Ich habe sowieso extrem viel geerntet. So, dann kann ich eigentlich hier einen Cut machen und dann sehen wir uns, wenn wir beide wieder auf den Beinen sind. Bis gleich. Bis gleich.